Was geht ab, InSports-Fam? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich drauf und wie schwer zu sehen, ich bin in Köln, wie versprochen, bei der Gamescom. Wir schauen uns natürlich in erster Linie die Fußballspiele an, Pro Evolution 19 und auch FIFA 19. Ja, und holen uns ein paar Informationen ab und vielleicht kriegen wir auch ein paar Hersteller im Gespräch. Ich freue mich drauf, bleibt also gespannt. FIFA 19. Ich habe schon gespielt. Ich lasse kurz meine Meinung ab, bevor ich mir die Meinung anderer Leute hole, denn ich denke, eine Meinung reicht nicht aus. Also ich muss sagen, äußerlich sieht das Spiel ungefähr gleich aus wie FIFA 18, aber spielerisch ist das schon ein ganz anderes Spiel. Die Spieler spielen sich ganz anders, die Pässe fühlen sich ganz anders, im Kopfball gehen die anders, Leute. Also wirklich von A bis Z fühlt sich das Spiel etwas anders an. Aber äußerlich ja, muss man sagen, es ist sehr ähnlich zu FIFA 18. Die Fans sind natürlich besser geworden, viele einzelne Charaktere, also man sieht es, man erkennt nicht 10-mal die gleichen Glatzkopf oder sowas, da sind schon verschiedene Leute drin, aber an sich hat mich überzeugt wirklich die Spielweise und ich muss sagen, die ist besser als FIFA 18, die ist um einiges schwerer, man muss sich viel mehr Mühe geben und jetzt mit dem neuen Zwischendurchbalken, also wenn man ihn perfekt trifft, dass man den Ball perfekt trifft und wenn man ihn nicht trifft, dann sieht der Ball wirklich schlimm aus und er geht daneben oder man trifft den Ball gar nicht. Also ja, jede Menge Neuerungen in der Spielweise, aber an sich das Spiel äußerlich meiner Meinung nach sehr ähnlich wie FIFA 18. Ja, ist geil. Also wirklich ein Einsatz. Ich würde denken, es ist eine 7 so, weil ich feiere das. Also Grafik ist anders gut. Man merkt auf jeden Fall, dass es flüssig läuft und die Bewegungen von den Spielern sind realistisch und so. Es macht richtig Spaß. Nur die Schusstechnik und FIFA 19 ist halt viel komplizierter, da muss man halt dran gewöhnen. So, ne? Okay. Aber es macht auch nicht Spaß. Ich bin
Für dich? Ich würde eine 8 geben, also ein Minuspunkt auch wegen der Schusstechnik. Und manchmal schießen die auch einfach, also wenn man passt, also woanders. Also nicht direkt zum Spieler, ja. Meinst du? Wenn du deinem Kumpel erklären würdest, größter Unterschied zwischen FIFA 18 und FIFA 19, was wäre es? Weil grafisch gesehen haben jetzt einige gesagt, die haben nicht so viel. Grafisch ist wenig. Atmosphäre besser. Viel, viel besser. Also Stadiongesänge. Wir haben jetzt noch Champions League Modus gespielt. Das ist von der Stimmung her schon echt nice. Zieht dich ein bisschen mehr ins Spiel rein. Den kenne ich selber eigentlich nicht mal genau, aber ich würde halt sagen, dass sich grafisch wahrscheinlich ein bisschen was geändert hat. Und ansonsten vom Spielverhalten und ja. Okay. Also es ist ja immer gleich, also es gibt gar keinen Unterschied bei FIFA. Okay. Ja, also es ist jetzt ja, die haben ja neue Rechte bekommen, neue Lizenzen von Champions League und Europa League und so. Und dann sind jetzt ja auch irgendwie 160 neue Gesichter reingekommen und neue Stadien und neue Teams. Und also es macht, also ich finde, die Spieler sehen einfach nochmal realistischer aus und das Spielfeeling ist noch ein bisschen besser geworden als ja. Welche Mannschaft hast du genommen? PSG. Okay. Wie fandst du, also ich habe selber gespielt, wie fandst du die Spieler verhalten, auch bei der Ballannahme und so weiter, oder allgemein der Spieler an sich im Vergleich zu FIFA 18? Ja, teilweise ein bisschen aggressiver, als ich mitbekommen habe, und mehr nachdenklich, also ist halt ein bisschen verbessert worden an der Performance und genau. Fandst du es leicht, Tore zu schießen? Nee. Nicht? Also die Keeper waren heftig stark. Welchen Keeper hattest du als Gegner? Ich glaube Neuer, ich bin Neuer. Mir gar nicht sicher. Okay. Letzte Frage, würdest du deinem Kumpel empfehlen, FIFA 19 zu kaufen? Ja. Okay, die Frage habt ihr zwar schon beantwortet, aber würdet ihr euch dieses Jahr auch Pro Evolution kaufen? Nie im Leben. Ich habe es mir einmal gekauft, aber da war es auf 3 Euro runtergesetzt. Auf 3 Euro und deswegen habe ich es nicht verdient, aber sonst habe ich es nicht holen, ey. Okay. Ich habe mir das noch nie gekauft und würde es mir auch nicht kaufen. Ja, also ich werde mir wahrscheinlich beides holen, also von dem. Würdest du deinem Kumpel empfehlen, FIFA 19 zu kaufen, wenn er FIFA 18 hat? Nein. Also zum Ersten, dass das Spiel viel früher rauskommt. Es kommt schon am 30.08. raus. FIFA kommt, glaube ich, einen Monat später raus. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Dann finde ich die Grafik, finde ich persönlich, besser. Und die hat sich auch nochmal verbessert zum letzten Teil. Was auch sehr wichtig ist, das sieht man auch an den ganzen Schatten zum Beispiel oder den ganzen Stadien. Die sind wirklich richtig schön in 3D aufgenommen. Original gerade die Weltkriegsarena. Ja, und dann auch so die Ballphysik. Sieht man auch deutlich, also finde ich persönlich realistischer. Aber ja, gegen FIFA ist eben immer schwierig anzukommen. Aber. In welchem Modus habt ihr dieses Jahr also quasi am meisten gesteckt? Bei FIFA ist halt immer Ultimate Team. Ja. Leider vergisst man dann ein bisschen Karrieremodus oder Pro Clubs, was wirklich viele gerne spielen möchten. Wo hat Pro Evolution 19 dieses Jahr wirklich drauf Wert gelegt, dass das passt? Also auf jeden Fall in den My Club Modus. Das sieht man auch da, wir haben jetzt so viele Legenden wie David Beckham, der war letztes Jahr glaube ich schon da, aber es gibt auf jeden Fall viel mehr jetzt von denen. Und genau, MyClub kann man nämlich online und auch zum Teil auch offline zocken, wenn man die Teams braucht. Und da denke ich mal, wird der Wert drauf gelegt, was auch für die Profis gut ist. Da gibt es auch Turniere auf dieser Ebene. Und ja, online natürlich wird auch drauf geschaut, dass die Server mal schön passen. Und die meisten Turniere auch von Konami in dem Fall, also auch von der PES League, wo sich die Besten eben messen, sind eben auch online und da ist eben der Fokus jetzt draufgelegt. Natürlich, Karrieremodus wurde auch stark verbessert, allerdings spielt es für mich jetzt eine kleinere Rolle als Profi, weil ich muss mich eben auf die Wesentlichen konzentrieren, aber der Karrieremodus auch mit dem ganzen Transfersystem wurde verbessert und ja, okay. Genau. Ja, also für mich
mich natürlich jetzt, ich habe auch das gezockt. Ich muss auch sagen, für die Lichtverhältnisse zwischen, wenn man nicht in der Sonne steht, wenn man in die Sonne steht, tagsüber zum Beispiel, das ist auch mega nice. Also das für richtig gute Credits. Bei FIFA 19, sage ich mal, E-Sports ist schon richtig top of the level, aber ist halt jetzt auch nicht das, was League of Legends bietet oder sowas. Ja, klar. Ja, ich denke mal, Fußball ist da einfach ein bisschen hinterher. Aber wann würdest du Pro Evolution so auch, in welchem Jahr würdest du Pro Evolution oder in wie vielen Jahren würdest du Pro Evolution sehen, dass die wirklich mit E-Sports richtig reinhauen können? Ich meine, jetzt vor kurzem hat El Sardani oder wie der heißt, 250.000 Dollar gewonnen. Ja. Wann kann PES so mithalten mit dem? Also gerade jetzt auf die Geldsumme bezogene darf man PES jetzt auch nicht unterschätzen, weil zum Beispiel der Weltmeister letztes Jahr, also in PES 18 war das, nee, das war in PES 17, da hat er auch 250.000 Dollar bekommen. Das darf man auch nicht unterschätzen, aber natürlich mit FIFA nicht vergleichbar, aber ich denke jetzt gerade im nächsten Jahr wird sich das alles steigern, weil jetzt auch mehrere Clubs eben Spiel unter Verträge nehmen, was in FIFA ja seit 2-3 Jahren schon gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel Schalke sieht, die haben 3 gute Kollegen von mir jetzt unter Vertrag genommen, sind glaube ich immer noch auf Spielersuche und dann kommen noch andere Teams dazu. Monaco ist glaube ich dabei, Celtic, also auch wirklich internationale große Clubs, die man auch auf der Welt kennt, die legen jetzt gerade nach. Und wenn die Teams sich zusammentun und eine Liga vielleicht gründen, was auch Ziel ist, dann denke ich mal, wird PES in 2-3 Jahren auch in die gute Richtung gehen. Okay. Ja. Letzte Frage. Lizenzen ist halt immer eine Sache. Ja. Dafür ist leider, sage ich mal, PES bekannt, dass wir von North London mal früher gespielt haben. Ja, leider, ja. Aber mittlerweile hat sich das verbessert. Wie schwierig ist es für PES, an Lizenzen zu kommen? Gut, ich stecke da persönlich nicht drin, also ich kenne jetzt keine internen übrigen Verhandlungen, aber ich denke, das ist ziemlich schwierig, weil EA hat einfach die Basis, sich die Rechte auch so zu sichern, dass Konami eben da nicht mitmachen kann. Das ist das Problem. Okay. Und ich denke mal auch, wenn Konami da mitmachen könnte, dann wäre der Konkurrenzkampf auch einfach viel fairer, aber dann würde EA bestimmt auch ein, zwei Spieler oder eine gewisse Menge an Spielern auch verlieren, so. Wollen sie nicht, aber ja, ist schwierig für Konami, aber wie gesagt, in den Verhandlungen kann ich dazu nichts sagen. So. Alles klar.